Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 3 Beta Multiplayer. Yay! Heute mal wieder mit der Supporter-Klasse, also mit der Munitionshure. Ja, Munitionshure. Und ich bin hier mal hier. Frag-Granaten will ich zwei dabei haben und natürlich dieses tolle M27 IAR. Moment, mal gucken. Habe ich da eigentlich schon Accessoires drin? Nee, nicht so wirklich. Das auf jeden Fall. Hero Barrel. Nix da, Hero Barrel. Was ist ein Heavy Barrel? Keine Ahnung so wirklich. Ich nehme Laser. Genau, Laser. So, join. Was sind wir denn? Ah, wir sind Angreifer. Okay, auf der Map natürlich Metro. Und der Modus Rush, ne? Wisst ihr Bescheid. So. Aber das ist nicht mein Gewehr, was ich so gerne nehme immer, ne? Das haben die jetzt. Ah, Sniper. Zum Glück hat er nicht gewone-hittet. Ah, oh, schade, dass ich den nicht mehr bekommen habe. Grrr, Mann, oh. Wie man sieht, habe ich mich nicht so sehr vorbereitet, wegen die sind ganz schön hier vorgerusht. Wie man sieht. Die ganzen Verteidiger sind schon hier bei unserer Base. Mann. Wing war ein bisschen irritiert, dass das schon ein Sniper war, unser. Jetzt weiß ich es ja. Und darf nochmal gleich verrecken, wahrscheinlich. Ach, Mann. So, ich kann ja da durchballern durch den Stein. Toller Bug. Von daher. Aber ich bin sicher eh gleich tot von irgendwem. Wetten? Ich werfe mal eine Granate rüber. Oh, mich hat jemand angehittet. Ich war doch schon weg. Lass mich doch mal in Ruhe. Ey. Der macht auch Rollen hier. Guck dir den an. Der zappelt richtig rum. Und jetzt fliegt er rum. Bye. Grüß schön. Ey, ich glaube nicht, dass wir irgendein. Nee, das wird ein totales Gecamper. Ich sehe es schon. Also, wenn ich nicht aufnehmen würde, würde ich sofort den Server verlassen und würde sagen, einfach fuck you, wegen auf so eine Scheiße habe ich keinen Bock, die ganze Zeit hier rumzukämpfen, weil die es nicht schaffen, die Bombe zu legen. Mann, ey. Ich hasse so eine Runden, wenn wir die ganze Zeit hier rumrennen müssen und nicht irgendwie zu einer anderen Base kommen oder so. Ich würde am liebsten gerne die ganze Zeit in der U-Bahn sein, aber nee, geht natürlich nicht. Wenn wir natürlich hier nicht irgendwie Bomben legen, geht's natürlich nicht. Ich kriege einfach mal hier voran. Ich bin eh sicher gleich tot, wegen von irgendwo. Werde ich gleich mehrmals angehittet und dann ist Ende. Weil jemand mich durch den Busch gesehen hat. Aber noch ist alles soweit sauber. Ich kann vielleicht auch noch problemlos eigentlich die Bombe legen, wegen die sind da eh ganz hinten beschäftigt. Am Rumcampen und so. Ah, ich werde angehittet, glaube ich, gleich. Ich fühle das schon. Hilfe. Da ist ein Teamkollege. Soll er mal die Bombe legen, genau. Genau, so machst du das gut auch. Das machst du gut auch. Komm. Leg Bombe. Jawohl. Bombe wurde gelegt. Nice. Gut gemacht. Außer, dass mein Teamkollege jetzt tot ist. So. Ich bin eh gleich tot. So. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, den hätte ich. Ich bin eh gleich tot. Ja, war klar. Weil mein Team alles hier nicht vorankommt. Der ganze Server ist voll, aber ich sehe hier mein Team nicht mal in der Nähe. Ah, jetzt gucke ich mal, wo mein Team rumhängt. Und dann kriegen die hier jetzt alle Arsch. Guck mal. Die sind alle da vorne. Die kommen da nicht voran. Sniper hier ganz, ganz hinten am Arsch der Welt. Ach Mann. Diese Runde kann man gleich vergessen. Also wundert euch nicht, wenn ich hier gleich 10 oder. Guck mal hier, die Leute. Was machen die da? Die sind da ganz hinten und lassen sich verrecken. Ah, jetzt sind hier nur Sniper unterwegs auch noch. In mein Team. Ach man. Was denn das? Da ist einer. Da war einer. Guck nochmal raus und dann hast du eine Kugel drin, Kollege. Na? Na?
Da ist er. Ich dachte schon, den bekomme ich jetzt nicht. Aber hab nochmal den gekillt. So. Da ist ein Camper. Jetzt nicht mehr, jetzt ist er tot. Ich wette, hier ist auch noch so ein feindlicher Typ hier, der rumcampen muss, oder? Ist hier irgendwer? Nö, nicht so wirklich. Aber ich bin wahrscheinlich gleich tot von irgend so einem Sniper-Heini, wetten. So, schaffe es wieder, die Bombe zu legen. Ey. Wie ich auch die ganze Zeit hier vorrushen kann, ey. Mich keiner sieht, aber mein Team meint überhaupt, nö. Ich rushe nicht vor. Interessiert mich gar nicht, was ihr macht. Alter, ihr müsst doch nicht übertreiben, ne? Ja, von links. Nee, was ist das bitte für ein Team wieder? Da ist ein Emblem Zweier. In meinem Team. Und er kommt da nicht mal vorgerusht. Ja, Sniper. Ach man, ey. 35 Angreifer. Die What the hell? Der ist direkt in der Nähe bei unserer Base. Guck dir den an. Ey. Wow. Echt super. Na. Bin wahrscheinlich eh gleich direkt wieder tot. Irgendwer hier am totalen Campen ist, ey. Wetten, ich bin gleich tot. Ja, da vorne wird schon geballert. Sniper und so. Hinter mir noch eine Rakete explodiert. Aha. Da war irgendwann einer. Glaube ich jedenfalls. Naja, irgendwie nicht so. Oh, ey. Ist das eine Scheißrunde? So eine Runde hasse ich echt wie die Pest. Und davon gibt es das auf einmal so viele. Dass man nicht mal vorankommt zur U-Bahn oder so, die müssen richtig am Campen sein, die ganze Zeit an der Base. Ja, ich weiß, das müssen natürlich die Verteidiger machen. Das ist halt die beste Taktik, aber es nervt einfach, dass man denn da wirklich nur noch hier rumhängt. In dieser Ebene. Also, dass man nicht zur U-Bahn kommt oder irgendwo anders hin. Die ganze Zeit ist man hier am Rumhampeln. Stell die an. Stopp doch mal. Wie viel willst du denn noch abkriegen? Da zappelt einer rum und fliegt total weit weg. Bye bye, guten Flug. Sie fliegen mit der Zero Klasse 1 irgendwas. Hä? Also irgendwie sind doch hier mehrere Leute rumgerannt. Da ist auf jeden Fall ein Sniper gewesen. Nee, tot schon. Ganz geil. Jetzt schaffe ich es wahrscheinlich gleich wieder, die Bombe zu legen. Oder ich bin gleich tot. Den erledige ich nochmal. Und Bombe gelegt. Und gleich tot. Ja, bringt eh nichts mehr. Wir haben nur noch einen. Und gleich ist die Runde vorbei. So. Ja. Was sollte man machen? Wenn die nicht kapieren irgendwie, dass das eigentlich der Modus Rush ist, Mein Team. Die denken auch irgendwie, das ist Team Deathmatch. Die ganze Zeit nur alle Sniper rausholen und dann nur Sniper. In 14 Kills habe ich abgeräumt, 7 Tode. Ah, ey. Alter. Naja. Was soll man anders machen? Ja, da kriege ich auf jeden Fall ein paar Rebounds. Auf jeden Fall war das, glaube ich, der schlechteste Part, oder? Ja, bestimmt. Naja, auf jeden Fall werde ich diesen Part dafür aber beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Battlefield 3 Beta Multiplayer wieder. Bye bye.